Ja, hallo. Dieses Video will ich jetzt endlich mal zum Anlass nehmen, euch zu danken und euch für die 1000 Abonnenten und euch auch ein bisschen einen Einblick geben, was ist das für ein Betrieb, was steht da für eine Philosophie dahinter, wie wir das machen oder wie ist unser Weg gekommen bis jetzt. Das können wir jetzt hier nur kurz machen, aber das möchte ich jetzt einfach mal zum Anlass nehmen, euch da ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu geben. Und ja, wenn ihr das Video anschaut und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es doch bitte. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Den Link findet ihr hier unten. Und ja, ansonsten viel Spaß jetzt beim Video. Ich habe ursprünglich mal angefangen, weil ich gebe auch Imkerkurs und die immer gefragt haben, wie machst du das bei dir daheim in dem Betrieb? Und da habe ich gedacht, hey, ich filme es mal. Ja, das war mal der Beginn und wie gesagt, super cool, also freut mich, dass das Interesse da ist, dass wir 1000 Abonnenten haben. Also wie ihr es jetzt auch in den letzten Folgen vielleicht auch erfahren habt, es sind einfach Arbeitsschritte, die ich in meiner oder in unserer Erwerbsimkerei mache. Ne? Also das funktioniert einfach, das ist praxisnah. Das ist vielleicht auch manchmal nicht aus dem Lehrbuch. Ne, zum Beispiel die Jungvölker bilden relativ spät. Ja, es ist einfach eine spezielle Betriebsweise, aber ich zeige euch einfach, wie das bei mir funktioniert. Wenn das, was ich euch zeigen würde, wenn das nicht funktionieren würde, könnte ich keine Erwerbsimkerei haben, ne, könnte ich kein Geld verdienen. Also insofern ist das vielleicht, spricht es eigentlich dafür, ne, dass das, was ich euch zeige hier, eigentlich Hand und Fuß hat. Man muss das trotzdem alles ein bisschen im Kontext betrachten und schreibt lieber eine Frage zu viel in die Kommentare, wie dass ihr nachher unsicher seid, wenn ihr da was ausprobieren wollt. Ja, ich meine, das Thema Erwerbsimkerei, das interessiert ja, denke ich mal, viele von euch. Ich kann es von mir berichten, oder ich möchte dieses Video jetzt mal zum Anlass nehmen, um hier mal kurz so ein bisschen den Werdegang von mir zu beschreiben, wie es geworden ist, dass jetzt hier diese Erwerbsimkerei einfach hinter mir steht. Das hat natürlich viel Lehrgeld gekostet. Ne? Also ich habe schon vor 10, 12 Jahren einfach angefangen mit Bienenhaltung, also komplett durch Zufall. Ich habe Bienenvölker geschenkt bekommen, habe auch was ganz anderes studiert. Und es war einfach so, ja, Zufall. Ne? Jeder fand den Honig dann gut, also habe ich mehr Bienenvölker hergetan. Und so hat sich die Völkerzahl entwickelt. Die Betriebsweise, da habe ich viel rumprobiert, da habe ich viel Lehrgeld bezahlt. Ja, also ich habe ursprünglich angefangen mit Langstroh. Dann hatte ich 12 oder dann probiert, dann habe ich die Betriebsweise nach Liebig, sprich mit 3 Zander oder 2 Bruträumen Zander und den Honigraum gehabt, dann habe ich angepassten Brutraum mal versucht, dann hatte ich also nach Hans Bär, habe mir das mal intensiv angeschaut und habe dann auch noch Zander einräumig versucht. Hat natürlich immer Geld gekostet, neue Beuten, anderes Material hier und da versucht. Und genauso ist es bei der Varroa-Bekämpfung, ne? Da muss man so seinen Weg finden. Jetzt, so nach 10 Jahren und unheimlich vielen Völkern auch. Ne? Also ich sehe ja, klar, die Völker, die sind auch eine Last. Aber viele Völker heißt ja nicht, ich meine, das war ja auch im Kommentar der letzte, viele Völker heißt ja nicht zwangsläufig viel Gewinn. Also ich kann auch mit weniger Völkern mehr verdienen, wenn ich die richtig führe, wenn ich da einen höheren Deckungsbeitrag raushole. Also viel Völker heißt nicht, dass ich gut imkern kann. Ne? Viel Völker heißt ja, relativ wenig eigentlich. Ne? Auch dieser Honigertrag pro Volk, ja mei, steht auf dem Papier, freut einen selber, wenn man da jedes Jahr mehr hat. Aber ich meine, was letztendlich irgendwo zählt, sind gesunde Bienenvölker, weil die brauche ich fürs nächste Jahr. Und zum Leben zählt einfach das, was ich dann als Einkommen habe. Und da spielt der Honigpreis, zu dem ich verkaufe, eine Rolle. Es spielt sicherlich auch eine Rolle, ob ich andere Sachen verkaufe,
Propolis, was ich mit meinem Wachs mache. Also da kommen unheimlich viele Sachen in der Leistungsseite dazu. Und dann darf man natürlich auch die Kosten nicht vernachlässigen. Ich kann natürlich 70, 80 Kilo pro Volk diesen Schnitte, oder sagen wir mal so, diese Menge kann ich erreichen. Aber wie viel Diesel brauche ich für Wanderung? Wie viel Arbeitszeit kostet mich das, die wo mir vielleicht woanders fehlt? Also es ist relativ schwierig und da muss einfach jeder seinen Weg finden. Unser Weg ist die Direktvermarktung. Ne, das ist klar, wir sind jetzt nicht das absolute Top in Deutschland, was den Honigertrag pro Volk angeht. Das ist ganz klar. Auch darum, weil ich auch alle Sorten haben muss. Ne? Oder ich möchte alle Sorten ernten und anbieten können. Und dann muss ich halt auch, wenn ich jetzt weiß, da im Wald Honigs, wie sonst noch was, ich muss trotzdem auch Bienenvölker woanders haben, zum Beispiel in der Stadt, um eben dieses Spektrum zu haben. Und da muss man halt über die Jahre seinen Weg finden. Wir sind da sicherlich auch noch nicht am Ende. Wir lernen auch jeden Tag dazu. Aber so ist es eigentlich Stand jetzt bei uns. Ich meine, wir sind biozertifiziert, schon immer. Ne, das ist einfach so, das gehört dazu, da stehen wir dahinter. Wir möchten das nicht anders haben einfach. Ob das jetzt einen Vorteil hat oder nicht, spielt mal eine untergeordnete Rolle gerade. Wir sind aus verschiedenen Gründen eben kein Bio-Verband, sondern eben nach EU-Bio zertifiziert. Ja, und werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder mehr Bienenvölker haben, wie eigentlich die letzten Jahre immer. Und es geht vorwärts und das ist schön, ne? Also, und es bringt halt dieses Stück für Stück wachsen, bringt halt aus meiner Sicht diesen immensen Vorteil, man lernt damit umzugehen. Ne? Ich stehe nicht vorm Berg mit, weiß ich nicht, ich habe bisher 10 Bienenvölker und dann mache ich auf einmal 200. Da habe ich ein logistisches Problem. Ne? Also das können die wenigsten Leute vernünftig umsetzen, weil das ganz andere Arbeitsabläufe sind. Und da bin ich einfach froh, dass wir Schritt für Schritt wachsen und immer dazulernen. Ja, das ist eigentlich so momentan Stand der Dinge. Ne, weil von der Ausbildung, ich meine, das wissen alle, wo einen Beruf gelernt habt. Ich meine, man lernt was. Aber das heißt noch lange nicht, dass das in der Praxis das A und O ist. Ne? Das mag jetzt bei vielen sicherheitsrelevanten Berufen so sein. Aber ich zum Beispiel habe unter anderem Landwirt gelernt und bin ja auch Tierwirtschaftsmeister, also Imkerei, also Imkermeister. Und klar, ich meine, die Biene funktioniert, das lernt man im Meisterkurs oder in der Tierwirtschaft. Wie die Biene funktioniert, was sie für Bedürfnisse hat, wie die innerlich ausgebohrt ist. Verschiedene Betriebsweisen lernt man auch kennen. Man sieht auch viele andere Betriebe. Aber das lässt sich alles nicht kopieren für das, was man daheim macht. Da muss man seine eigene Erfahrung sammeln. Jeder hat seine eigene Umgebung, wo die Bienenstandorte sind. Jeder hat sein eigenes Marktumfeld, wo der Honig verkauft wird. Und da muss man einfach seinen Weg finden. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall. Weiter möchte ich das, über das Thema kann man wahrscheinlich stundenlang reden. Weiter will ich jetzt hier auch gar nicht drauf eingehen. Trotzdem vielen Dank. Also wie gesagt, für alle, die den Kanal abonniert haben. Und klar, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir die unten rein. Dann kann ich bestimmt noch was machen. Und ansonsten wünsche ich euch mal eine schöne Woche. Ja, bis dann. Ciao.